Guten Morgen! Ich weiß nicht genau, ob man mich sieht. Ich hoffe, man sieht mich. Und zwar möchte ich euch heute etwas vorstellen. Das nennt sich Paprika. Nee, Quatsch. Ich möchte euch zeigen, ich habe für mich verschiedene Schneidemethoden über die Jahre hinweg kennengelernt für eine Paprika schneiden. Und ich möchte euch die beste Methode, eine Paprika zu schneiden, vorstellen. Und zwar müssen wir erstmal klären, was ist denn das Beste? So, das Beste ist für jeden Fleisch was anderes. Deswegen, für mich das Beste ist, dass ich das Maximum von dieser Paprika verwerten kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es möglichst schnell ist. Das heißt, ja, dass ich von der Zeit her am wenigsten Zeit brauche, eine Paprika zu schneiden. Und das Dritte ist, dass diese Paprika dann universell einsetzbar wird. Das heißt, dass ich sie nicht nur zum Salat nehmen kann, sondern dass ich sie eventuell ja auch noch gefüllte Paprikas draus machen kann oder was auch immer. Oder Dekoartikel. Ja, und deswegen zeige ich euch jetzt die beste, für mich beste Möglichkeit, eine Paprika zu schneiden. Und ich bin gespannt in den Kommentaren, was ihr sagt, was eure beste Möglichkeit ist. Und vielleicht schaut ihr euch die auch ab. Okay, ich beginne. Ich mache das jetzt nicht so schnell, sondern ich habe nur eine Paprika, weil Paprika ist für mich mittlerweile auch was sehr, sehr Besonderes geworden. Und deswegen ja, rotze ich euch das jetzt nicht hin, sondern ich nehme mir die Zeit, damit ich euch genau zeige, was ich tue. Aber ihr könnt das natürlich schnell machen und dann geht es natürlich auch schneller, logischerweise. Also, fangen wir an. Ich nehme mal meinen Kopf aus dem Bild. So, also. Das Erste ist, hier anzusetzen. Schaut, was ihr für eine Paprika habt. Manche Paprikas gehen sehr tief hier rein mit dem Stiel, manche sind sehr hoch. Ja. Dort, also das ist natürlich jetzt sehr kompliziert, aber macht das irgendwann einfach, ohne nachzudenken. Das hier zum Beispiel ist eine Paprika, die ist eigentlich nach meiner Methode sehr schwer zu schälen, weil sie das Schwierigste überhaupt hat, nämlich dass der Stiel relativ weit reingeht. Aber umso besser, dass ich euch meine Variante an der schwierigsten Paprika der Welt zeigen kann. Das ist diese. Also, nun schneide ich, je nachdem, wo der tiefste Punkt ist, schneide ich so an, dass das Messer unter den tiefsten Punkt ist, wo die Paprika reingeht. Also in dem Fall wäre das jetzt ungefähr hier. Schneide ich hier einfach ein und schneide dann einfach drehe ich die Paprika um diesen tiefsten Punkt rein, bis ich auf der anderen Seite wieder an dem tiefsten Punkt rauskomme. Ja? Danach fasse ich oben an und drehe unten in die entgegengesetzte Richtung und hebt das raus. Und dann habe ich diese Paprika, die frei von ja, Resten ist. Also wenn ihr sowas noch drin habt, was passieren kann, dann nehmt ihr einfach einen Finger und nehmt das raus. Ne? So ist manchmal drin. Und dann habt ihr die Paprika, die könnt ihr zum Beispiel befüllen oder was auch immer. Und dann, und das ist das Tolle daran, habt ihr das. Und dann tut ihr mit den Fingern einfach an einer Stelle diesen Kreis einreißen und dann rund um die Mitte einfach das rauslösen. Und da habt ihr 100% der Paprika verwertet. Nicht ein kleines Stückchen ist irgendwie nicht verwertet von dem roten Paprika, weil ihr genau hier unter der Sache das hier abgetrennt habt. Und ihr habt ja den Samenstängel ordentlich gut rausgelöst. Auch wenig Müll fällt an. Wenn man den hier mittig durchschneidet, die Paprika, wie es auch eine Variante ist, da liegt dann sehr viel Paprikazeug rum. Und das hier ist dann minimiert damit. Genau. Und da habt ihr die beiden Sachen. Und dann könnt ihr die, wenn ihr die füllt, auch wieder zumachen. Oder ihr macht es dann halt, wenn ihr schneidet zum Salat, wie ich, dass ich dann einfach quasi hier die in der Mitte teile und dann für den Salat entsprechend dann halt einfach klein runterschneide. Idealerweise mit einem scharfen Messer. So, und genau, und das dann halt einfach so in den Salat reintun kann. Und ja, genau an der dann einfach nur gerade von oben und dann halt, das kann jeder für sich machen, das hat leider nichts mehr mit der Methode zu tun. Ne? Und dann kleine Stücke. Also, mal wieder mein Gesicht. Ich muss mal ein Paprika wegmachen, dass ich mein Gesicht wieder in den Kopf kriege, in die Kamera kriege. Eine Sekunde. So. Da bin ich wieder. Also, sagt mir, ob das eure Option ist, auch die Paprika zu schneiden. Ich habe das damals auch gestoppt mit, ja, mit Zeitmesser halt, welches die schnellste ist. Und das ist die schnellste, die universell einsetzbarste und das Wichtigste, du verwertest 100% von der Paprika. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch eine bessere Version habt. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.